Ja, hallihallo ihr Lieben, es freut mich sehr, dass ihr bei einem neuen Video von mir dabei seid und heute möchte ich mit euch mal über YouTube sprechen und was daraus geworden ist. Mein Gott, das hört sich dramatisch an. Meine Gedanken dazu gibt's jetzt direkt. Ja, ihr habt sicherlich schon gemerkt, dass zurzeit auf meinem Kanal so ein bisschen tote Hose ist. Das hat unterschiedlichste Ursachen. Zum einen, da ich gerade an sehr vielen Dingen arbeite, die unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen und mir aber trotzdem einfach wahnsinnig viel Spaß machen, weil ja, sich gerade so viel bei mir tut, ja, habe ich euch ja schon in anderen Videos gesagt. Zum anderen, weil ich jetzt schon ein bisschen länger, vielleicht so ja, 2 Wochen darüber nachdenke, was für mich und meinen YouTube-Kanal so jetzt der Weg der Reise ist. Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass sich da unglaublich viel tut. Ich kriege da auch von euch auf Twitter sehr viel Feedback zu. Also viele von euch haben sich gewünscht, dass ich mal meine Gedanken zu YouTube und wie es derzeit ist, so in Worte fasse. Und ich hoffe, das gelingt mir auch und es wird auch bestimmt ein etwas längeres Video. Einfach, weil sich diese Thematik auf so vielen unterschiedlichen Ebenen bewegt quasi. Also das sind natürlich Dinge, die mich persönlich betreffen und meine persönliche Entscheidung sind, aber eben dann vielleicht auch eine generelle Ausrichtung oder mit einer generellen Ausrichtung der Plattform zu tun haben und ob ich das mittragen möchte oder nicht. Vielleicht fange ich einfach erstmal bei meinen persönlichen Dingen an. Also ich bin ja ein großer Analyse-Freak und diejenigen von euch, die mich regelmäßig verfolgen, wissen ja, dass ich ja Zahlen über alles liebe und Statistiken und Analysen erhebe ohne Ende. Ich kann euch von fast allen bekannten YouTube-Channels die Klickzahlen sagen, weil ja, mich interessiert das einfach. Und ja, dann fällt einem natürlich auf, dass es YouTube-Channels gibt, die wahnsinnig exorbitant wachsen. Und dann gibt es Channels wie meinen, der jetzt nicht so wächst. Und dann guckt man natürlich, woran liegt das? Was muss ich vielleicht anders machen, damit der weiter wächst? Und da habe ich ja in den vergangenen 2 bis 3 Monaten schon etwas, sage ich mal, verändert, dass ich also die Videofrequenz erhöht habe, versucht habe, mich als News-Channel zu positionieren, was auch bei euch sehr gut angekommen ist und mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Also mit dieser Rolle muss ich sagen, oder Rolle, aber ja, ihr wisst, wie ich das meine, fühle ich mich wirklich sehr, sehr wohl. Das ist etwas, da habe ich auch Lust zu. Jetzt ist es aber so, dass gemessen an anderem Content wie Challenges oder Morgenroutinen oder was weiß ich, ist das Wachstum einfach nicht so gegeben. Und ich merke sehr stark, dass sich im Moment wie soll man sagen, das YouTube-Publikum auf eine andere Schiene begibt, als die, die ich bedienen kann und auch möchte. Das ist auch soweit in Ordnung. Ich möchte jetzt auch da wirklich keinem YouTuber die Augen auskratzen, weil ich sage, ich bin so neidisch, der hat 10.000 Abos im Monat und bei mir kommen dann nur 1.500 dazu. Das ist alles okay, das ist ja meine Entscheidung. Ich möchte nicht jeden Content machen auf YouTube, nur weil er geklickt wird. Natürlich, wenn man ein Video macht, was sehr aufwendig ist und dann wird das nur 5.000 Mal angeklickt, bin ich auch ehrlich, bin ich auch deprimiert, weil einfach so viel Arbeit da drin steckt. Und ich habe halt jetzt für mich entschieden, dass ich die Videofrequenz auf meinem Kanal wieder runterfahre, weil das einfach so unglaublich viel Arbeit ist, diese ganzen Videos zu machen und von dem, was dabei zurückkommt, wirklich sehr, also das steht einfach nicht im Verhältnis. Denn ich muss natürlich gucken, wenn ich diese ganze Zeit nicht in mein Unternehmen oder in etwas stecke, was sich monetär für mich lohnt, dann muss man einfach irgendwann sagen, nee, okay, das ist mehr oder weniger ein Hobby. Oder man muss eben dann mehr Videos machen für den Shop. Das war nämlich ganz spannend. Als ich das vor langer Zeit letztens wieder gemacht habe, habe ich Feedback von euch bekommen, was mich sehr nachdenklich gemacht hat, was letztendlich auch so ein ausschlaggebender Punkt war, warum ich da über die ganze Sache nachgedacht habe. Es gab Leute, die gesagt haben, Coco, ich wusste gar nicht, dass du einen Shop hast. Coco, wie cool, mach das öfters und so weiter und so fort. Und das war ja letztendlich auch der Grund, warum ich persönlich mit meinem YouTube-Channel angefangen habe. Dass ich gesagt habe, ich möchte
meinen Shop darüber promoten. Und das ist irgendwie viel zu kurz gekommen. Und das ist ja letztendlich das, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Denn ich sage euch ganz ehrlich, um wirklich zu sagen, ich kann von YouTube leben, brauchst du circa 1 bis 2 Millionen Aufrufe im Monat. Das werde ich nie bekommen und das ist auch in Ordnung so. Deswegen eben meine persönliche Entscheidung, es wird weniger Videos geben. Keine Angst, die Drogerie-News gibt es auf jeden Fall wieder. Es wird ein bisschen mehr wieder Kosmetik-Cosmo-Videos geben, sei es als Tutorials oder sei es als dieses New-In. Also da muss ich einfach mal schauen. Also das ist schon mal so für mich die persönliche Bilanz. Dann ist es so, dass ich sagen muss, dass gewisse Sachen auf der Plattform mir generell nicht gefallen. Das ist zum einen, ja, wie beschreibe ich das jetzt? Dieses ganze Marketingkram. Ich verstehe, dass das für YouTuber, die davon leben, wirklich wichtig ist, dass ja die Industrie irgendwie kommt, ja, dass man eben Geld dafür bekommt, wenn man Produkte angeboten bekommt und also dass man die in den Videos zeigt. Und was ich aber so schlimm finde, ist, dass es teilweise so unglaublich schlecht gemacht ist, dass der Zuschauer so ausgenutzt wird. Und das ist etwas, das nervt mich alles so, dass ich da auch tatsächlich einen Anstoß genommen habe. Aber ja, bla bla bla, das führt jetzt zu weit. Also das finde ich zum einen sehr schlimm, dass man einfach nicht, ja, schöne Sachen macht. Also ich habe auch schon Product Placements gemacht. Das habe ich euch auch immer gekennzeichnet und das auch nie verschwiegen, weil ich finde, das bin ich euch schuldig. Aber das waren immer Sachen, wo zumindest ich finde, und ihr habt mir das in dem Feedback bestätigt, dass das in Ordnung war, so wie ich das gemacht habe. Und das ist jetzt so nicht der Fall. Plus dieses Star-Gehype, und da bin ich im Prinzip auch sehr nachdenklich geworden aufgrund eines Videos von der Marie Meinberg. Das verlinke ich euch mal in der Infobox. Das solltet ihr euch nämlich auch unbedingt angucken, dass sie einfach sagt, ich möchte nicht zum Star gemacht werden, ich möchte nicht mit euch befreundet sein. Wir haben irgendeine Connection, wir sind eine Community, aber es muss irgendwo eine Grenze geben. Und dadurch, dass jetzt die Bravo zum Beispiel YouTuber aufs Cover packt, jetzt ganz neu gibt es eine Zeitschrift, die sich nur mit YouTubern beschäftigt. Und ja, das ist alles so eine Kommerzialisierung, die letztendlich auch durch die Netzwerke dann aufgetreten ist, die ich, bitte versteht mich nicht falsch, zum Teil auch begrüße, weil es ist einfach Reichweite da und da hat man teilweise lange für gearbeitet. Also ich mache das jetzt hier schon bald 6 Jahre. Und dann ist das auch in Ordnung, wenn man das vernünftig alles kennzeichnet und da sich nicht verkauft, nur weil man da vielleicht ein bisschen Geld für bekommt. Aber irgendwie sehe ich das auch so ein bisschen kritisch. Generell so diese ganze Netzwerkentwicklung, ich habe da ja auch schon mal ein Video zu gemacht. Auch das kann ich euch nochmal verlinken. Sehr spannend, was da alles so passiert. Jetzt ist aktuell rausgekommen, dass PewDiePie, der größte YouTuber der Welt, sein Netzwerk verlässt, weil er sich da nicht mehr wohlfühlt. LeFloid hat jetzt verkündet, dass er demnächst auch nicht mehr bei Mediakraft ist. Was passiert da? Warum fühlen sich die YouTuber da nicht mehr wohl? Weil es eben doch nicht nur Gewinnorientierung ist, sondern weil es auch ein Miteinander ist, weil es eben Broadcast Yourself ist. Und ja, ich habe da, wie gesagt, sehr viel drüber nachgedacht und ich habe jetzt schon so lange gesprochen, dass ich jetzt sehr gespannt bin auf eure Kommentare. Ich habe total Lust, die zu lesen. Scheut euch nicht, mir da auch ganze Romane reinzuschreiben. Unten ist die Kommentarfunktion. Ich habe total Bock auf einen Austausch von euch und ich hoffe, dass das Video jetzt doch einigermaßen stringent war und ihr dem folgen konntet. Ja, also was jetzt genau für Videos kommen, weiß ich nicht. Es kann auch durchaus sein. Ich habe im Moment total Spaß an so Flechtsachen. Ich flechte dem Watson Halsbänder, Hundeleinen, Apportel und was weiß ich nicht alles. Vielleicht habt ihr auch mal Bock auf sowas. Es wird ein bisschen weniger Stress für mich, ein bisschen mehr Spaß, vielleicht ein paar weniger Klicks und weniger Wachstum, aber ich glaube, dass ich mich persönlich da besser mitfühle. Und ja, in diesem Sinne sage ich einfach ciao, ciao, bis zum nächsten Video, eure Coco.